Der Mensch wird geformt durch Ereignisse, die er in seinem Leben erlebt hat. So ist Erfolg und Niederlage ein ganz wichtiger Bestandteil, der den Charakter eines Menschen formt. Und ich denke, dass der Rudersport einen großen Anteil daran haben kann. Angefangen habe ich mit dem Rudersport 2004 und richtig im aktiven Leistungssportbetrieb bin ich seit 2006. Also Rudern ist für mich mehr als nur ein Hobby, das ist eine Lebensaufgabe zum Teil. Zum Anfang meiner sportlichen Laufbahn war es so eine Freizeitbeschäftigung, um ein bisschen was anderes zu machen neben der Schule. Und jetzt über die Jahre ist es eine Berufung geworden und ja, da hat man einfach einen sportlichen Ehrgeiz, den ich dann entwickelt habe, um das Ziel zu erreichen, zu den Olympischen Spielen zu fahren. Natürlich hat man auch Vorbilder beim Rudern. So ist es also erstmal auf alle Fälle die größeren, aber weiter gefasst natürlich auch die Trainer, die ja jetzt schon ihre eigene sportliche Karriere hatten. Aber natürlich auch die aktuellen Olympiateilnehmer, noch so wie Hannes Otschig zum Beispiel. Ich bin Mathilda, ich bin 14 Jahre alt und ich rudere seit 5 Jahren. Und es macht mir immer noch wahnsinnig viel Spaß. Manchmal hat man natürlich schon Schulstress, dass man dann eher denkt, oh, auf Training habe ich heute nicht so Lust. Aber auch wenn ich manchmal nicht so Lust auf Training hatte, habe ich es beim Training und nach dem Training immer total genossen, dass ich da war. Ich denke, Rudern ist auch nach einem stressigen Schultag gerade einfach ein wahnsinnig guter Ausgleich. Und selbst wenn man wahnsinnig gestresst dahin kommt zum Training, ist es nach dem Training eigentlich total entspannt. Rudern macht mir sehr viel Spaß. Es ist wahnsinnig schön, so auf dem Wasser, teilweise auch in der Natur zu rudern, wo auch gar keine anderen Leute sonst hinkommen würden, wo man auch selbst nicht hinkommen würde. Und auch dieses Mannschaftssport und alles ist wunderschön. Mit dem Rudern verbinde ich natürlich das Training, die Wettkämpfe, aber auch meine Freunde vom Rudern und dieses total schöne Rudern im Sommer in der Natur und draußen auf dem Wasser. Bei Kindern ist es so, dass du natürlich sehr schnell einen Fortschritt siehst. Kinder entwickeln sich von Jahr zu Jahr sehr, sehr stark weiter. Gerade bei Mathilda sieht man das. Mathilda hat von Anfang an schon immer ein gutes Gefühl fürs Boot gehabt. Aber man sieht trotzdem von Jahr zu Jahr, wie man ihr einzelne Sachen, technische Sachen immer wieder beibringen kann, wie sie sich weiterentwickelt. Auch natürlich die Leistungssteigerung ist bei Kindern sehr enorm. Von Jahr zu Jahr stehen da halt einfach viel bessere Werte. Und gerade bei Mathilda ist auch 3 Jahre lang hintereinander zum Bundeswettbewerb gefahren und hat auch nacheinander immer wieder bessere Erfolge eingefahren. Wenn ich daran denke, in ihrem ersten Jahr war sie in ihrem Doppel-Zweier Sechste im A-Finale, ist danach im Jahr den Einer gefahren, hat auch im A-Finale den 5. Platz erreicht und jetzt im letzten Kinderjahr ist sie sogar Bundeswettbewerbssiegerin geworden. Also das macht einen schon stolz. Ich bin Nadja, ich bin 27 Jahre jetzt. Ich bin jetzt Trainerin im Landesleistungszentrum in Rostock und ich habe selber mal Leistungssport Rudern gemacht, über 13 Jahre. Ich habe mit 12 Jahren angefangen, ganz klassisch über eine Freundin, bin dann zum Rudern gekommen, habe in den Kinderjahren angefangen, bin dann ins Landesleistungszentrum gegangen, habe an der Junior-WM teilgenommen, dann U23-WM, nachher im A-Bereich an der WM. Und ja, letztendlich, der Höhepunkt war natürlich Olympia. Eltern, die ihr Kind 3 bis 4 Mal die Woche zum Sport geben, haben im Hinterkopf natürlich immer Bedenken, hat das Kind genug Freizeit, schafft es nebenbei die Schule, all so eine Sachen. Aber die Eltern, die ihr Kind bei uns trainieren lassen, wissen auch, dass es viele Sachen lernt, wie Ehrgeiz, Teamgeist, Konzentration, Belastungs- oder überhaupt der Wille. Und es ist so, dass sie, das hilft ihnen auch in der Schule. Also sie lernen nicht nur was für den Sport, sie lernen auch was für die Schule oder ihr späteres Berufsleben. Insofern wissen die Eltern, dass auch ihnen der Sport gut tut. Kinder, die zu uns in den Ruderverein kommen, die starten mit 2-mal die Woche Training, danach 3-mal, 4-mal. Es wird für sie halt einfach
ein Hobby, beziehungsweise sie gehen in ihrer Freizeit rudern, sie haben dort ihre Freunde, sie haben dort viel Spaß. Es wächst für sie halt einfach eine große Gemeinschaft ran, die sie über die Jahre, desto älter sie werden, immer weiter verfolgen. Und irgendwann wird Rudern für sie auch einfach ein Teil des Lebens. Ja, ich bin Benni, ich bin jetzt 18 Jahre alt, bin jetzt seit 9 Jahren beim Rudern, bin damals in der 5. Klasse von meinem besten Freund zum Rudern gebracht worden, hab dann angefangen ein bisschen mit Wanderrudern, bin dann irgendwann zum Wettkampfsport gegangen, hab dann meine ersten Wettkämpfe auch gemacht und bin dann jetzt vor 5 Jahren hierher gekommen, bin zusammen mit Max, hab den Max hier getroffen. Ja, seitdem rudern wir dann noch zusammen, sind dann jetzt auch sehr gute Freunde. Ja, ich bin Max, ich bin 19 Jahre alt. Und ich bin vor 5 Jahren hier nach Rostock gekommen und kannte mich hier noch gar nicht aus. Und eine der ersten Personen, die ich hier getroffen habe, das war Benni. Und Benni hat mir dann hier so das Rudern gezeigt, erklärt, als ich neu angefangen habe, als ich noch nicht wusste, wo es lang geht. Ja, und dann haben wir halt auch viel zusammen in der Freizeit unternommen. Und es hat sich dann jetzt eine tiefe Freundschaft entwickelt. Und nun fahren wir mittlerweile seit 5 Jahren zusammen. Und das läuft auch ganz gut so, ohne Probleme. Man muss sich auf den anderen immer verlassen können. Und man muss immer wissen, der andere gibt sein Bestes. Und darum will ich auch mein Bestes geben. Und das fasziniert einen halt einfach, dass man immer besser sein will als der andere und sich dadurch so ein bisschen hochpusht und dadurch auch immer schneller wird und dann halt auch immer das Boot besser zum Laufen kommt und das immer mehr Spaß macht eigentlich, umso schneller das Boot ist. Diesen Leistungsdruck, den man dann auf den Regatten hat, stellt man sich eigentlich selbst gegenüber. Man trainiert dafür halt 7-mal die Woche und möchte unbedingt da jetzt auch das zeigen, was man jetzt drauf hat, also das, was man gelernt hat, und möchte halt das auch abliefern und abrufen können. Und wenn das dann halt nicht mehr funktioniert, dann ärgert man sich natürlich auch. Dann ist halt wichtig, zusammen zu bleiben und zu sagen, ja, hier lagen unsere Fehler, das müssen wir beim nächsten Mal besser machen. Und wenn es gut läuft, dann kann man sich natürlich auch viel und sehr, sehr gut gemeinsam freuen. Ja, das ist halt, also im Rudern ist es halt dieses Schöne, dass man so ein riesiges Gemeinschaftsgefühl entwickelt. Also man knüpft so viele Kontakte, weil man sich dann auf den internationalen Wettkämpfen, sei es auf der WM oder EM, dann halt irgendwo trifft. Und dann unterhält man sich dann mit Leuten aus Neuseeland oder Australien oder, keine Ahnung, aus Brasilien. Unterhält sich dann mit denen und ja, entwickelt dann auch irgendwie Freundschaften oder sowas. Und das ist dann halt dieses riesige Gemeinschaftsgefühl, also dass man wirklich überall in jeden Verein reinkommen kann und sagen kann, ja, okay, die machen alle genau das Gleiche wie ich, die denken genauso wie ich. Und die freuen, oder man freut sich halt jedes Mal darüber, wenn man dann irgendwo ankommt, beziehungsweise wenn man dann hier im Kessin ankommt und dann sieht, okay, hier sind meine Freunde, hier macht es mir Spaß und hier will ich halt auch eigentlich auch sein. Also das ist halt dieses riesige Gemeinschaftsgefühl im Rudern. Das ist halt einfach so das, was so eine gewisse Faszination auch unter Ruderern erweckt. Ich finde, ein großes Plus von unserem Team, bei mir und Benni, ist halt, dass wir über alles reden können. Wir helfen uns gegenseitig, hören aufeinander oder fragen auch nach Rat. Und selbst wenn einer mal Probleme hat und jemand dann sagt, nee, heute kann ich nicht oder heute ist nicht so gut bei mir, dann wird darauf Rücksicht genommen, keiner wird irgendwie fertig gemacht, dann ist das eben so. Und dann bleiben halt auch ganz entspannt, wir können uns alles sagen. Und so gibt es auch selten Streit oder Probleme bei uns. Und ich finde, das zeichnet das aus, dass wir einfach so zusammenhalten. Und wenn die Einheit mal schlecht lief, dass wir uns danach trotzdem dann einfach zusammen wieder aufs Rad setzen, zurückfahren. Und dann ist auch alles wieder gut. Max und Benni sind ja jetzt gerade aufgestiegen in den Seniorbereich, trainieren jetzt bei mir aktuell. Und haben jetzt natürlich vor Augen den Hannes Otschig, der jetzt bei den Olympischen Spielen die Silbermedaille geholt hat und jetzt zusammen gerade aktuell auch hier in einer Trainingsgruppe trainieren und schauen natürlich auch hoch zu Hannes, wo man jetzt natürlich noch nicht sagen kann, ob sie 2020 dabei sein könnten, weil sie dann aktuell auch gerade gegen Hannes kämpfen. Und da ist der Sprung noch relativ groß, aber Richtung 2024 haben wir ganz große Hoffnung Richtung Max und Benni, dass sie denn da auf das olympische Boot dann raufspringen. Ich bin René Burmeister, bin Nachwuchstrainer beim Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern und bin zuständig für U23-Sportler und für die Seniorsportler im Rudersport hier. Für mich bedeutet Trainer zu sein mein positives Gefühl, was ich selber vor ein paar Jahren noch hatte, als Leistungssportler den aktuellen Sportlern rüberzubringen. Als ich angefangen habe mit dem Rudern, das ist jetzt ungefähr 10 Jahre her, da hatte ich im Hinterkopf vielleicht mal einen sportlichen Wettkampf zu gewinnen, eine internationale Regatta, Juniorenweltmeisterschaften, U23-Weltmeisterschaften vielleicht. Aber dieses ferne Ziel Olympia war für mich ganz weit weg. Und das hat sich dann über die Jahre ergeben oder entwickelt,
dass ich vielleicht zu den Olympischen Spielen 2016 fahren könnte. Und ja, wenn man die Chance dann hat, dann muss man sie ergreifen. Und danach musste ich dann mein ganzes Leben dann auch ausrichten. Ja, für manche Sportler kommt das nur einmal, weil man mit dem Alter natürlich immer in diesen Vierjahresrhythmen geht. Und die Mannschaft entwickelt sich ja auch und da kommt vielleicht die Chance nur einmal. Und deshalb sollte man dann, wenn man sie hat, auch ergreifen. Rudern ist für mich mein Leben. Wenn ich auf dem Wasser bin, gibt es nur meinen Zweierpartner, mein Boot und den Ruderschlag, der in Verbindung mit Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und der Dynamik zusammenhängen kann.